So, herzlich willkommen bei Pokémon Pearl. Heute schauen wir uns diesen Turm hier an, der hier ist, auf dieser Route. Zuvor sprechen wir diesen Typ hier an. Der Turm der Ruhenden. Hier finden Pokémon ihre Ruhe. Ach, echt jetzt? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass im Turm der Ruhenden Pokémon ihre Ruhe finden. Also, darauf muss man erstmal kommen, ne? Also, sowas weiß nicht jeder. Also, Kompliment an diesen Herrn. Gut. Sieht aus wie eine Grabstätte. Und in jeder Grabstätte oder in fast jeder Grabstätte findet man Artefakte. Also, wo sind versteckte Items? Gebt mir ein paar Artefakte. Okay. Leider gibt es hier keine Artefakte im Erdgeschoss. Aber vielleicht sieht es im ersten Stock anders aus. Artefakte! Na gut, hier ist ein Trainer. Ah, Gespenst! Weg hier! Hilf mir, Team! Ich werde deine Seele auffressen und sie an den Teufel verkaufen. Für einen guten Preis. Und du bekommst 20% von dem Preis. Skunkaku. Die Vorentwicklung von Skuntank, dem Pokémon, was die Anführerin von Team Galactic hatte. Ich greife. Oh, Bronze. Ich weiß nicht, ob wir mit Sonnensensor angreifen können. Ich glaube, dass Skunkaku ein Unlichtviech ist und Unlichtviecher kann man nicht mit Psychoattack angreifen. Ich probier's mal. Wenn die Attacke nicht wirksam ist, dann ist Skunkaku ein Unlichttyp. Und wenn sie trifft, dann ist sie kein Skunkaku kein Unlichttyp. Alles klar, Skunkaku ist ein Unlichttyp. Das heißt, ich muss mein Pokémon austauschen, weil ich mit Bronzel nicht kämpfen kann. Weil die einzige Attacke eine Psychoattacke ist. So, ich wechsle zu Kampffalke. Hoffentlich setzt Skunkaku keine Giftattacke ein und vergiftet mein Pokémon. Denn das wäre nicht gut. Rauchwolke ist okay. Solange meine nächste Attacke trifft. Mache ich mir keine Sorgen. Sehr gut. Flügelschlag. Ah, da reicht leider nicht für einen One-Hit. Aber man kann nicht alles haben. So, ich wollte jetzt eigentlich Ruckzucki benutzen, aber ich habe mich vertippt. Aber Flügelschlag geht eigentlich auch. Denn unser Pokémon ist ja sowieso das Schnellere. Gut, das nächste ist Schalellos. Das Wasser-Pokémon, das zu Gastrodon wird, hat soweit ich weiß viele KP und vielleicht hat es auch deswegen diesen Angriff jetzt überlebt. Bitte nicht verwirren, nicht verwirren. Aquavelle besteht die Chance 30%, dass das Pokémon verwirrt wird. Gut, war es zum Glück allerdings nicht. Und das war's jetzt für das Schalellos. Was kommt als nächstes für ein Viech, was wir grausam ermeucheln können? Wir können es ja gleich dann hier beerdigen, wie passend. Es bietet sich hier schon so an, ne? Wenn wir hier schon in einer Grabstätte kämpfen, können wir die gegnerischen Pokémon auch gleich beerdigen. Und das Zirpalse ist das letzte, was wir beerdigen werden. Denn es ist vom Typ her Käfer und da ist der Flugangriff sehr effektiv. Ich finde den Ruf von Zerpeise am coolsten, muss ich sagen, von allen Pokémon. Weil das so abgefuckt ist. Moment, du bist gar kein Geist. Ach, erst jetzt gemerkt. Erst jetzt nach drei Pokémon besiegen. Naja, gut. Ah, ein wildes Pokémon. Wo ist mein Silpscope? Ah, es geht auch ohne. Ein Nebulak. Alles klar, Kanonenfutter für unser Petersdom. Der Horrorblink bringt dir gar nichts. Ich möchte ja sowieso kämpfen, also was soll's. Das wird ein One-Hit-Kill, glaube ich. Jawoll. Gut. Wir kriegen ein paar KP wegen unserem Sägesang.
Alles klärchen. Oh, jetzt hätte ich fast vergessen, das Item einzusammeln. Das Wichtigste. So, ovaler Stein. Ich glaube, das ist ein Item, wenn man das einem Chanera gibt und es dann in der Pension abgibt, kriegt man einen Bonaira daraus. Ich bin mir jedoch nicht sicher. Ich kann nur vermuten. Ein Zubat, wieder Kanonenfutter. Nehme ich gerne. Ach verdammt, es wehrt sich. Super Schall. Bitte nicht selbst verletzen. Bronzel, nicht selbst verletzen. Sehr gut. Okay. Läuft er bis jetzt? Also, ich hätte jetzt Schlimmeres erwartet. Dass mein Pokémon sich vielleicht selbst verletzt oder sowas. Aber bis jetzt hatten wir noch Glück mit dem Pokémon. Und mit deren gegnerischen Attacken. So, zweites Geschoss. Erstmal versteckte Items. Nein, Fehlanzeige. Schade. Hier sind noch zwei Trainer. Mein Pokémon wurde mir gestohlen. Team Galactic war das. Ich habe mir ihre Gesichter gemerkt. Was? Dir wurden deine Pokémon gestohlen und trotzdem kämpfst du gegen mich mit deinem Pokémon? Ich check's nicht. Na gut, was hast du denn, du Raufbold? Oh. Ja, dein Pi. Ist das nicht süß? So, warum können Piraten gut im Kreis fahren? Weil sie mit Pi rechnen. Nein, Quatsch, hier geht anders, der Witz. Der geht anders. Ah ja, warum können Piraten nicht im Kreis fahren? Weil sie Piraten. Genau, so heißt der Flachwitz. Oh, Pi kann Zauberblatt. Okay, dann werde ich dieses Pi jetzt brutal ermorden. Sorry, Pi. Aber ich war in Mathe nie besonders gut. 3,147 und noch was ist Pi, glaube ich. Habe ich mir mal eine Doku angeschaut über einen Mann, der war ein richtiges Mathe-Genie, obwohl er gar keinen Mathe rechnen musste, so richtig. Sondern der hatte irgendwie alles in seinem Gedächtnis eingespeichert. Das könnt ihr auch euch auf YouTube anschauen. Das heißt, glaube ich, so Brainman oder sowas. Und da hat er die 25.000ste Stelle nach Pi gesagt. Also Pi bis zur 25. Stelle, 25.000sten Stelle nach dem Komma. Und das fand ich ziemlich beeindruckend. Verdammt, mir fällt gerade ein, ich habe im letzten Part noch, oder im vorletzten Part war es, glaube ich, habe ich irgendwas gesagt, dass ich was verlinken möchte und ich glaube, ich habe das noch nicht verlinkt. Habe ich vergessen. Jetzt weiß ich nicht mehr, welcher Part es war, ob es der letzte Part oder der vorletzte war. Verdammt. Fällt mir jetzt gerade so ein. Ich kann es nicht erklären, hier zu sein. Zwingt mich regelrecht zum Kampf. War es der letzte Part? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war der letzte Part. Was habe ich denn da geredet? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis. Falls ihr die Parts jetzt gerade am Stück alle anschaut, dann werdet ihr wahrscheinlich wissen, von was ich rede. Und dass da wahrscheinlich keine Verlinkung war. Naja, gut. Dann fehlt da halt die Verlinkung. Ich kann es nicht ändern. Ich weiß nicht mehr, welcher Part das war. Ihr könnt es mir schreiben, wenn ihr... Es, wenn ihr mich darum informieren möchtet. Mann, lauter Baby-Pokémon schon wieder. Was ist denn los hier? Die nehmen Baby-Pokémon in einen Geisterturm mit. Wie barbarisch ist das? Das ist doch voll grausam. Naja, Kinder abhärten. Schadet ja auch nicht, glaube ich. Irgendwie voll langweilig. Ich werde hier jedes einzelne Pokémon one-hitten, was noch kommen wird und ein Baby-Pokémon ist. Also,
wenn noch weitere kommen, dann wird es echt langweilig. Ah, endlich mal Entwicklung. Pikachu, super. Also gut, die Entwicklung von Pikachu. Ah, Donnerwelle ist eine Nervattacke. Alles klar, das müsste ein One-Hit, glaube ich, werden. Ah, fast. Ein Spronzel, du solltest mal One-Hits üben. Nicht nur immer nur fast von One-Hits. Sondern komplett zum One-Hit. Nicht immer noch fast. Das ist nur die halbe Miete. Jetzt bist du noch paralysiert, oder? Nein. Gut, die Paralyse hat meinen Pokémon irgendwie gar nicht am Kampf gehindert. Wir kriegen wieder ein paar KP wegen Seegesang. Hm, was habe ich gerade gemacht? Du hast gerade verloren. Gut, Paraheiler. Wo habe ich hier einen Paraheiler? Paraheiler, Paraheiler. Hier ist einer. Okay. Gut, dann nächstes Stockwerk. Oh Gott, hier sind viele Trainer. Viele Trainer ist gleich viele Personen. Viele Personen ist gleich viele Gegenstände dabei. Viele Gegenstände dabei ist gleich höhere Chance, einen Gegenstand zu verlieren. Höhere Chance, einen Gegenstand zu verlieren, ist gleich Kevin kann ein Item finden. Ah, da wird was angezeigt. Aber das scheint nur der Pokéball da zu sein, der hier da liegt. Und da oben wird noch was angezeigt. Ich muss meine Sorgen abschütteln. Bitte kämpfe gegen mich. Meinetwegen. Und danach wirst du hier vergraben. Niemand wird dich finden. Und dein Baby-Pokémon schon wieder. Warum lauter Baby-Pokémon hier auf dieser Route allgemein? Das ist voll langweilig. Das ist keine Herausforderung. Habe ich ja auch schon im letzten Part erwähnt. Die schicken Babys in den Kampf. Das ist noch schlimmer als Koni. Jetzt wisst ihr, warum ich den letzten Part so genannt habe. Mimikry. Oder Mimikry. Mimikry. Ich weiß nicht. Alles klar, Moba ist erledigt. Welches Babyviech kommt als nächstes? Keins, okay. Meine Sorgen haben sich vertieft. Doppelkampf. Es macht keinen Unterschied, wo wir sind. Hat man Pokémon bei sich, dann meine ich, sollte man kämpfen. Mein Pokémon ist ein lebhaftes Exemplar. Ich zeige dir, was ich meine. Auch ihr zwei werdet begraben. Und ihr und eure zwei Pokémon. Oh, ein Ponyta. Das wird nicht begraben. Das war schon nicht. Also gut, Ponyta muss leider schnell weg, weil es eine Bedrohung für mein Bronze ist. Also erstmal Sonnensensor auf Bramilin und Waterloo benutzt Luftstrahl auf Ponyta. Das müsste Ponyta nicht überleben. Tschüss Ponyta. Bis dann später. Gut, Verfolgung. Eine Unlichtattacke. Wäre sehr effektiv, wenn mein Pokémon nicht den Stahltyp noch zusätzlich hätte. Gut, wir kriegen wieder einige KP. Und jetzt wird das Bamelin geowned. Schnabel und Dingens halt, ne? Die Psychoattacke vom Bronzel.
Mann, ich langweile mich hier schon zu Tode. Ihr habt es gerade gemerkt, wie ich gegähnt habe. So langweilig sind die Kämpfe. Alles klar, was sind... Ein wildes Pokémon. Nebulak. Nebulak. Level 20. Das ist doch schon mal ein stärkeres wildes Pokémon. Liegt bestimmt daran, dass wir in einem hohen Erdgeschoss sind. Ich gehe davon aus, je höher man in diesem Gebäude einem Stockwerk ist, desto stärker Pokémon tauchen auf. Im Pokémon Bloody Platin kann man hier, soweit ich weiß, einen Rayquaza fangen. Weil ich habe mich daran mal gesessen, um eins zu suchen, aber es ist keins aufgetaucht. Das fand ich schon ziemlich schlecht oder... ja, traurig, sag ich mal. So, TM 27 Rückkehr, die werden wir später brauchen für unser Team, denn das steht in dem Moveset drin, diese Attacke. Allerdings haben wir dieses Pokémon noch nicht. Glaube ich zumindest. So, Nebulak wird wieder gekillt und unser Bronze wird Level 26 erreichen. Damit ist Bronzel dann eines unserer stärkeren Pokémon. Alles klar, das war's für Nebulak. Sägesang wirkt. Ah, reicht leider nicht ganz bis Level 26, aber naja. Man kann ja auch nicht alles haben, ne? Habe ich ja schon mal in diesem Part erwähnt. Ich kann mich nicht. Nicht von meiner Freundin. Dieses Mal werde ich nicht versagen. Schon gar nicht, wenn Ben dabei ist. Aha, ein Liebespaar in einem Geisterturm. Alles klar. Bis der Tod euch scheidet, würde ich sagen. Und der Tod, den werdet ihr jetzt gleich erleben. Traumvogel ist cool. Traumvogel ist cool. Grammox ist auch cool. Da wollte ich eigentlich, ich wollte ursprünglich Grammox ins Team nehmen, also die Entwicklung, Grammchef. Da musste ich allerdings feststellen, dass man Grammox erst nach dem Erhalt des nationalen Decks bekommen kann. Und daher kann ich Grammox leider nicht ins Team nehmen. So, ich glaube, Sonnensensor auf Traumvogel und Blobstrahl auf Grammox. Gut, One-Hit von unserem Plibrin. Level Up für Waterloo, für Petersdom. Und es erlernt Eisenabwehr. Eine gute Attacke für Bronzel, denn Bronzel spielt ja auch Verteidigung und jetzt können wir die Verteidigung noch weiter erhöhen. Verlernt natürlich Konfustrahl. Ich meine, die Attacke haben wir kaum verwendet. Und jetzt können wir unser Pokémon richtig, richtig stärken. Es wird dann so unangreifbar werden. Oder so unverwundbar, sagen wir es mal so, unangreifbar. Angegriffen kann es ja noch werden, aber es kann kaum beschädigt werden, sagen wir es mal so, wenn wir jetzt Delegator und Eisenabwehr dann kombinieren. Zusätzlich noch mit Hypnose, dann ist es richtig, richtig heftig, diese Kombination. Und später bringe ich Ihnen auch noch eine weitere Attacke bei, die das Ganze ein bisschen interessanter machen wird. Und die Attacke heißt Bizarro-Raum. Gut, das war's auch für diesen Doppelkampf. Oh nein, dadurch verbessert sich meine Laune sicherlich nicht. Ha, ich fühle mich so leer, einfach nur leer. Gut, 2000. Heftig. Jetzt kriegen wir aber Geld. So, das oberste Stockwerk. Hier habe ich den Platin versucht, Rayquaza zu fangen. Oder zu begegnen zumindest. Ich bin es nicht mehr begegnet. Weil es nur zu einer Chance von 1% in Bloody Platin auftaucht. Aber wir sind hier ja in Pokémon Pearl und hier tauchen nur Nebulaks auf, leider.
Irgendwie habe ich mal wieder Bock, einen Hack zu spielen. Also einen Pokémon-Hack, so einen richtig schweren. Das nächste Let's Play wird ja Pokémon Schwarz 2 sein. Ich bin am überlegen, ob ich statt Pokémon Schwarz 2 Pokémon Blaze Black 2 Let's Playen soll. Weil das deutlich schwieriger ist. Von der Story her ist es gleich, aber halt auf Englisch. Wäre interessant. Vielleicht mache ich ja eine Umfrage. Mal schauen. Aber bis dorthin müssen wir erst Pokémon Pearl durchspielen. Im Turm der Ruhenden ruhen die dahingegangenen Pokémon in Frieden. Jene, die sich eines langen Lebens erfreuen durften. Jene, deren Zeit kürzer bemessen war. Alle dahingegangenen Pokémon finden hier Trost und Ruhe. Es ist gut, dass du hier warst. Hier, nimm diese VM. VM4, das müsste Stärke sein. Um die VM4 Stärke verwenden zu können. Ich weiß es nicht mehr genau, aber du musst eine Pokémon-Arena besuchen. Wahrscheinlich die von Herzhofen. Lass mich verdammt, falsche Stimme. Lass mich deine Abreise von hier weniger düster gestalten. Nimm das. Schutzband. Verstärkt Geisterattacken, soweit ich weiß. Das Schutzband. Du bist ein Pokémon, das in deinem Team an erster Stelle steht. Wilde Pokémon greifen selten an, sodass ihr ungestört weiterreisen könnt. Alles klar, gut zu wissen. Ich dachte, das verstärkt Geisterattacken, dann habe ich es mit dem anderen Item verwechselt. Schutzband, okay. Ich glaube, das gebe ich meinem Kampffalken. Und dann setze ich bei Gelegenheit auch noch meinen Kampffalken an erste Stelle. Denn Kampffalke und Frau Löwe sind jetzt unsere schwächsten Pokémon. Vom Level her zumindest. So, okay, das war's auch für diesen Turm. Ach, verdammt. Oh, Golbat. Heftig. Krass, dass wir den Golbat finden. Was für ein würdiger Gegner. Was für ein würdiger Gegner. Alles klar. Flügelschlag. Dabei hat es nicht mal Level 21. Zubats entwickeln sich ja nur mit Level 21 zu Golbat. Aber dieses Golbat hat Level 20. Overleveling! Und es ist bissig! Oh mein Gott, soll ich's fangen? Ich glaube, ich schmeiße mal einen Ball. Wenn es drüben bleibt, ist es gut. Und wenn nicht, dann werde ich es besiegen. Mann, ich brauche mal wieder neue Bälle. Ich habe nur 5 Pokébälle vorrätig. Ja, ich werde es besiegen. Bevor ich hier noch weitere Pokébälle verschwende. Und dann vielleicht sogar ein Shiny-Pokémon auftauchen sollte. Oder sowas, im schlimmsten Fall. Und was wir nicht fangen können, dann wäre das sehr bitter. Alles klar, Level 25 wird das für unser Pokémon. Und ich hoffe, du lernst jetzt einen Ruheort. Ah, leider nicht. Ich weiß nicht mal, ob du Ruheort von selber lernst. Oder durch eine... Ja, notfalls müssen wir eine TM benutzen. Okay, den Turm hätten wir fast bewältigt. Mann, der Schutzbank ist wirklich sehr effektiv. Es tauchen fast keine Pokémon auf, bis auf dieses starke Golbat. Gut, das war's auch schon für diese Route. Wir haben jetzt den Turm auch erforscht. Jetzt werde ich meine Pokémon heilen. Und im nächsten Part schauen wir uns dann die Stadt an. Ich werde den Part ein bisschen kürzer jetzt aber wieder machen. Aus dem Grund, weil meine Motivation jetzt gerade nicht so groß ist. Und aus dem weiteren Grund, weil wir eigentlich schon alles erledigt haben, was ich in diesem Part eigentlich machen wollte. So, was wir jetzt noch machen könnten, sind so Kleinigkeiten. Wir können jetzt zum Beispiel unsere Pokémon anschauen, die wir jetzt gerade haben. So, Kampffalke, Level 25. Von den Werten her ein Angreifer, ein schneller Angreifer.
Wortolo, Level 27, von den Werten her ausgeglichen. Eher ein schwacher Angriff und ein Initiativwert. Petersdom, Werte sind total auf Verteidigung fixiert. Ihr seht, es ist eine Verteidigung von 55 und einem Spezialangriff von 63. Im Vergleich zu Pleprins anderen Werten ist es schon übermächtig. Frau Löwe, ausgeglichene Werte, Tendenz zu Angriff. Und Hasbiroa gehört nicht ins Team. Du kommst niemals in mein Team rein, du wirst es niemals schaffen. So, wie läuft's mit dem Ei? Es wird noch lange dauern. Mein Gott, was schlüpft denn da? Rayquaza Junior oder was? Was kommt da raus? Ich weiß es nicht. Gut, dann kaufen wir noch ein paar Bälle. Wir haben ja jetzt genug Geld gesammelt. Ja, 57.000. Ich werde mir 100 Pokébälle kaufen, damit wir immer Pokébälle vorrätig haben. Und wir kriegen noch einen Premierenball dazu und das gratis. Okay. Gut, im nächsten Part schauen wir uns die Stadt an. Die Stadt ist nicht besonders groß, jedoch gibt es etwas in dieser Stadt, was ein bisschen länger Zeit in Anspruch nimmt. Und dann geht es im nächsten Part weiter. Also bis zum nächsten Part. Macht's gut, euer Janka LP. Ciao.